Oh, ich will schlafen. Nein, ich bin hellwach, ich bin hellwach. Ich freue mich immer, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Jonas und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es wirklich die lustigsten Outtakes aus der dritten Staffel. Das ist jetzt das letzte Outtake-Video. Aber ich habe deswegen die ganzen Highlights rausgesucht. In dem letzten Video auf diesem Kanal findet ihr auch schon ganz viele lustige Outtakes aus der dritten Staffel. Heute gibt es da aber nochmal wirklich, ja, richtig lustige Sachen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Vorher werde ich aber noch ganz viele Fragen von euch beantworten. Ich habe das auch schon im letzten Video gemacht. So eure Instagram-Fragen zu Krass Klassenfahrt zu der letzten Staffel und jetzt auch, wie geht es weiter? Habe ich versucht, alles Mögliche zu beantworten. Da es aber so viele Fragen waren, dachte ich, okay Jonas, du musst es auf zwei Videos aufteilen. Das mache ich jetzt heute. Schreibt auch gerne weitere Fragen in die Kommentare. Ich freue mich natürlich auch immer über eine Reaktion, ein Like oder auch ein Dislike. Wenn ihr es nicht mögt, dieses Video, dann schreibt auch gerne eine Begründung in die Kommentare. Wenn ihr es mögt, freue ich mich aber natürlich auch. Genau, jetzt komme ich aber zu euren Fragen zu Krass Klassenfahrt und der vierten Staffel von Krass Klassenfahrt. Denn ich habe es ja schon verraten im letzten Video. Krass Klassenfahrt geht auf jeden Fall weiter, geht in eine vierte Staffel. Da wird sich aber einiges verändern und jetzt kommen eure Fragen. Die erste hier zum Beispiel lautet, wer wird bei der nächsten Klasse alles dabei sein. Und es wäre jetzt einfach ein bisschen früh, das gerade schon alles zu verraten. Das werde ich auf jeden Fall hier in einem der nächsten Videos tun. Es ist, wie gesagt, eine neue Klasse, die sich diesmal auf die Reise machen wird, auf eine Klassenfahrt machen wird. Sonny Loops wird auf jeden Fall dabei sein. Das ist die Schülerin Karina, die auch jetzt schon irgendwie am Ende von Staffel 3 einen Auftritt mit ihrem Hund hat. Genau, und da durch die Straßen geht und dann angesprochen wird. Willst du nicht mit deiner Klasse auf Klassenfahrt gehen und wir begleiten das Ganze? Dafür wird es dann irgendwie, ja, eine richtig nice Klassenfahrt. Das heißt, sie ist auf jeden Fall am Start und um sie herum eine neue Klasse. Aber das Voting nicht verpassen jetzt am Ende von Staffel 3, das ist auch nochmal ganz besonders wichtig für die Zusammensetzung der nächsten Klasse. Ich schaue hier mal weiter rein. Wie habt ihr das Team zusammenbekommen? Das Team der 12B, also die Klasse 12B, das ist halt wirklich ein Team aus Freunden. Also wir haben einerseits einen Instagram-Aufruf gemacht, da konnten sich Darsteller bewerben, zum Beispiel Lea Hamm oder so, die kannten wir vorher noch gar nicht. Die ist dann dadurch jetzt Teil des Projekts geworden, Teil der Klasse. Und ansonsten sind es aber viele Leute, die wir einfach schon aus der Szene kennen, so aus der Influencer-Szene, mit denen man mal irgendwie ein Video gedreht hat oder sich mal auf einem Event getroffen hat. Und das ist ja auch das Schöne, weil, das sage ich auch oft irgendwie in diesen Videos, aber wir fahren irgendwie eine Woche weg, drehen eine Klassenfahrt. Gleichzeitig fühlt sich die Zeit selbst aber auch wirklich wie eine Klassenfahrt an. Das ist immer wirklich das, was so viel Spaß macht an dem ganzen Ding, dass wir einfach eine richtig, richtig gute Zeit haben. Wieso werden die nächsten Staffeln mit anderen Schauspielern sein? Das liegt so ein bisschen daran, dass wir jetzt ja drei Staffeln schon auch mit der gleichen Besetzung gemacht haben, mit der gleichen Klasse und wir jetzt auch gerne mal was Neues probieren wollen. So durch neue Figuren kommt dann auch irgendwie eine Frische in das Format. Wir haben die Chance, einfach eine neue Klasse zu erzählen. Um nicht immer das Gleiche immer wieder zu erzählen. Bis vielleicht auch alle irgendwie so denken, okay, jetzt kann Krass Klassenfahrt noch langsam enden. Und deswegen mit einer neuen Klasse hat man halt so viele neue, krasse Möglichkeiten. Ne? Krasse Möglichkeiten bei Krass Klassenfahrt. Das bietet sich einfach sehr, sehr gut an. Wer war deine Lieblingsrolle außer du? Ich muss sagen, dass ich Jamie, also der den Georg spielt, wirklich einfach sehr, sehr lustig finde. Diese ganzen Baumsachen und so, immer diese Baumsprüche und so, die er jedes Mal droppt, das ist halt, das ist irgendwie, keine Ahnung, ich muss immer lachen in den Szenen, in denen er auftaucht. Wir haben auch eine Kino-Preview gemacht der dritten Staffel und da war es halt auch wirklich so, dass bei den Szenen von Kenneth, also von Jonas Ems und von Georg, einfach am meisten gelacht wurde so. Und das macht schon irgendwie Spaß, vor allem wenn man es dann live sieht, irgendwie, ja, Leute zum Lachen zu bringen. Und deswegen schätze ich die Figuren einfach sehr, weil sie immer für sehr viele lustige Momente gesorgt haben. Wieso wurde aus Jürgen in der dritten Staffel Harald? Moment mal, das ist mir gar nicht aufgefallen beim Dreh. Doch, das sind doch unterschiedliche gewesen, oder? Nee, Harald war ja neuer Darsteller in der dritten Staffel. Genau. Wo wohnen die meisten? Ja, das ist auch so eine Sache. Bei unserem Format ist es nicht so, dass wir einfach mal entspannt sagen können, ja, alle wohnen irgendwie in der einen Stadt und deswegen trifft man sich dann mal kurz zum Drehen, sondern dass wirklich alle über ganz Deutschland verteilt wohnen und man dann immer erstmal wirklich alle für diese eine Woche anreisen lassen muss. Und das alles mal abzustimmen, das ist auch ein riesengroßer Hassel so. Und deswegen, die Leute, die jetzt dabei waren, haben ja auch immer schon so drei Wochen dieses Jahr so, keine Ahnung, organisiert, dass sie da am Start sein können. Und dafür auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön. So, das ist halt einfach mega cool. War ein richtig, richtig nices Projekt und wir hoffen natürlich, dass das noch über eine ganze Zeit so weitergehen kann. Jetzt vor allem auch mit einer neuen Klasse, einer neuen Staffel und so. Ist Denise wirklich schwanger? Ja, da müsst ihr dann richtig voten, genau, um das zu erfahren in Staffel 4. Denn, wie gesagt, ihr könnt voten, welche Schüler aus der alten 12B, ist so krass jetzt auch schon von der alten 12B zu sprechen, sollen vielleicht in die neue Klasse kommen. Also voten, abstimmen und dann werden wir es alle irgendwie erfahren, was denn da mit Denise bzw. Jolene ja eigentlich los ist. Mit welchen Schauspielern hast du privat guten Kontakt?
Boah, da kann ich eigentlich nur sagen, dass wir, ja, es klingt wirklich immer so ein bisschen plakativ, aber wir sind so eine Art Familie geworden oder keine Ahnung, so eine Drehfamilie. Und ich verstehe mich sehr, sehr vielen einfach vom Cast sehr, sehr gut, weil jetzt ja auch weitere szenische Formate in der nächsten Zeit angehen. Also Jonas und ich haben auch ein Kreativstudio für neue Medien namens Moonvibe gegründet. Und da ist es halt auch unser Stil, ganz viele neue und weitere Original-Formate an den Start zu bringen, um dann beispielsweise eben auch die Mittel zu haben, ganz viele einfach, ja, Geschichten zu erzählen. Storytelling macht uns einfach sehr, sehr viel Spaß. Und gerade diese ganzen Formate, ich meine, wir drehen schon immer die Kurzfilme gemeinsam, jetzt dann eben so eine Serie wie Krass Klassenfahrt. Das ist einfach das, wo wir, ja, einfach so viel Spaß dran haben, was wir weitermachen wollen. Krass, ich habe wirklich nicht gemerkt bis jetzt, dass ich es hinten auf blinkend eingestellt habe. Irgendwie sind auch ein paar Lichter ausgefallen, ne? Hier, alles muss anbleiben. So, jetzt leuchtet es wieder. Da bin ich wieder in der Schärfe. Hallo Freunde, trinkt ihr da wirklich Wein? Also wir haben beim Dreh nie richtig Alkohol getrunken. Ich glaube doch, die Weinflaschen waren sogar echt. Das heißt, die Lehrerin, die haben sogar echt Wein, aber die haben auch immer nur so kurz dran genippt. Aber ich finde die Idee auf jeden Fall geil, wenn wir jetzt das nächste Mal eine Staffel erzählen und so ein bisschen auch die Konsequenzen von Alkoholkonsum zu zeigen, dass wir mal eine Real-Alkohol-Trinken-Folge-Dings machen. Ja, das war komisch formuliert. Ich versuche es nochmal. Eine Folge, in der die Charaktere wirklich kurz vor dem Drehstart, dass wir so ein bisschen vortrinken und dass man dann wirklich mal so schaut, alle müssen dann in ihren Rollen bleiben, aber dann drehen wir sozusagen die Feier und gucken einfach mal und erklären, schreiben das dann auch am Anfang so, bei dieser Folge wurde wirklich echter Alkohol getrunken und dann sieht man auch so die Konsequenzen, die es vielleicht jemand übertrieben hat und so. Einfach mal, um das Thema zu, ja, auch aufzugreifen, dass man eben ja bei Alkohol immer sehr vorsichtig sein muss, wie viel man jetzt wirklich zu sich nimmt. Genau, es geht hier noch unfassbar weiter hoch und so. Ich beende das Video jetzt aber mal an der Stelle, denn es stehen ja noch die Outtakes aus Staffel 3. Ja, die sind wirklich sehr, sehr lustig geworden. Dann bedanke ich mich jetzt aber schon mal fürs Einschalten. Wir sehen uns ganz bestimmt ganz bald wieder. Und jetzt wirklich viel, viel Spaß mit den Outtakes. Es wird sehr lustig. Hallo Frau Ostermann. Hallo Kenneth. Ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Das sehe ich. Sie lacht einfach. So richtig gemein. Aber wenn du lachst, dann lach einfach ruhig. Ich finde es okay eigentlich. Ich darf nicht lachen. Ich bin eine Oma. Ah. Das ist ja. Nochmal, jetzt muss er eigentlich zu sein. Der Anfang ist die Hälfte vom Ganzen. Ach, schade, eigentlich setze ich mich ja zu euch, ne? Ja. Achso, ich muss mich als Zeug setzen. Was macht ihr gerade? Okay. Und Konzentration. Einmal ganz Ruhe. Und bitte. Denke ich mir, dass sie einfach ein viel zu krasseres Leben als ich haben. Nicht Winter. Also das war ja auch einer der... Hast du das drauf? Ja. Auf Texas in Comics. Das ist Next Level Ricardos. Zeig dir mal schön mit. Zwei Meter. Ihr seid auch noch Ihr müsst es aussehen. Sorry, guckt gerade jemand an. Das Klingeln höre ich. Also. Ja, das ist aber nicht gut, weil. Es klingelt. Ich kann nichts machen, mein Handy spinnt. Ich habe keinen richtigen Kontakt zu das. Dieses Jahr. Ich kann nicht auflegen. Kannst du bitte irgendwas machen? Ich krieg's nicht. Das Wasser schnell. Na, jetzt mal. Augen gucken, ne? Ja. Aber bei mir ist der Sex immer gut, also. So. Der Kopf da hinten hat auch in die Ecke geguckt. Das ist ja random. Ja, witzig. Hallo! Cheyenne hat mir ein Audio geschickt. Du bist ja so ein kranker Psycho. Hör auf, mich die ganze Zeit voll zu spammen. Du bist ja völlig krank. Lass mich in Ruhe. Hä? Ich dachte, so wenig bedeute ich ihr. Ich dachte, wir sind füreinander geschaffen. Mann, echt. Richtig männlich geworden, Georg. Scheiße. Ah! Ah, okay.
okay, Entschuldigung. Dann nur so, dass du reinkommen willst und dann Bett. Okay? Boah. Dann lehne ich mich. Ach, nimmst du damit rein? Na klar. Jetzt will ich ja. Käfer. Zum Tier gibt's in Deutschland gar nicht. Ehrlich geworden. Seitdem sie Mutter wird, denkt sie, dass sie alles machen kann. Jetzt halt doch mal die Fresse. Ja, sie ist so still. Das war ein bisschen zu spät. Aber nicht gelenkt. Da rette ich ihr das Leben und zum Dank dafür ist sie sauer auf mich. Als ich noch Würmer im Gehirn hatte, da haben mich alle gemocht. Und jetzt? Das ist halt nicht mehr so. Und ich habe eine Fliege auf dem Kopf. Und nochmal. Und was? Oh mein Gott. Das ist ja gerade das Dickpick in die Gruppe geschickt. Was? Das Mikrofon hinter mir. Du hast vollkommen recht. Was ist denn jetzt los? Oh. Wie geht das Licht da drin aus? 20 neue Follower. Voll cool. Die schreiben so Kommentare wie voll die Süßen, voll das süße Pech. Sieht gut aus, oder? Dieses weiße Pulver wird dann meistens in Kapselform oder mDNA. Ich hab mich vorher schon verhaspelt. Oh ja, im lateinischen Punum, im deutschen Pflaume. Punum? Wie denn? Punum. Punum, du hast doch gerade so lange gesagt. Punum. Punum. Okay. Was für ein Cheyenne? Hey Stanley, ich hab lang nachgedacht und vielleicht etwas überreagiert. Ich vermisse dich mega und finde, wir sollten uns, nachdem du aus Frankreich wieder da bist, einmal treffen und über unsere Zukunft reden. Und, oh Mann, ich liebe dich, okay? Ja, keiner will keine widerstehen. Er lacht. Und ihr lacht. Und du lachst. Und er wollte mich. Ralf? Ja, der wollte mich küssen. Wegen dieser. Sorry, Jolene, aber du bist selber schon. Ich hab Jolene gesagt. Ich hab Jolene gesagt. Papa Neuguinea und armen Kindern helfen. Mann! Ich kann das nicht. Mit diesen armen Kindern helfen. Mann! Es tut mir leid. Sie hat mir geschrieben. Du bist so schön wie eine 1000 Jahre alte Eiche. Nein! Ich habe hier den Kenneth, nicht? Und er hat einen Wurm im Kopf. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Aber es ist eigentlich super. Das ist geil, das ist mega geil. Die reagiert ja doch immer anders, ne? Ja. Was ist das denn, Alter? Okay. Ich verstehe. Hey Siri, ich hab den Kerl gekauft im Schwarzen. Weißt du, was das ist? Wenn du möchtest, schau ich. Wo lachst du denn, du Scheiße? Das war so gut. Ganz schön groß sogar. Weißt du, was das ist? Ich verstehe. Hey Siri. Jonas, bitte. Okay, wir machen das ganz normal. Jetzt kriegst du versprochen. Kann ich auf dem Bauch liegen oder so vielleicht? Also ich, was musst du da hinkriegen? Das ist so schwer. Ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt heirate. Ich auch nicht. Du bist so wunderschön. Du bist so wunderschön. Es geht nicht immer nur darum, der Schlauesteste und Perfekteste zu sein. Ups, wie rede ich denn? Alter, ich hab. Man hat es schon gesehen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht.